Moin YouTube, heute mal ein, ja, für mich ungewöhnlicher Tabak, und zwar geht es um dieses gute Stück, den Fallen Oxford Blend, und den rauche ich hier in der, ja, wunderschönen irischen Peterson XL02, und natürlich, wenn wir in Irland sind, gibt es einen irischen Whisky, nämlich mein Lieblingswhisky aus Irland und auch generell bin ich da sehr anspruchslos. Ich trinke gerne einen guten Scotch, aber wenn ich tatsächlich nicht weiß, was ich will, wo es hingehen soll beim Scotch, dann ist es der Jameson. Den mag ich einfach. Schnörkellos. Guter Whisky. Und apropos schnörkellos, der Fallen Oxford Blend. Ich war bei Tabak Hagel, das habe ich ja schon im letzten Video erzählt. Und dort gab man mir diese Tabakübersicht in die Hand. Und da steht auch der Oxford Blend als Nummer 5 drin. Außen klingt es wie Silvester. Lassen wir uns davon nicht stören. Und die Nummer 5 Oxford Blend sagt Virginia, Broken Flake, Black Cavendish und Burley, dezent und mild. Und als Aromatisierung in Klammern Earl Grey, Bergamotte. Ja, also ließ sich erstmal super. Ich bin ein großer Earl Grey Trinker. Eigentlich auch der einzige Tee neben grünem Tee, den ich trinke. Erstmal Stranger. Und dachte mir, okay, so ein Broken Flake, ein bisschen Black Cavendish und das mit Bergamotte aromatisiert, das ist eigentlich genau das, was ich suche. So dieses Spritzige der Bergamotte, so als Aroma, on top, finde ich gut. Ich rauche den Tabak gerade und ja, hergestellt von Cola Sonkop. Ich muss sagen, ich hatte noch nie einen so schlechten Tabak in der Pfeife. Ich habe den bewusst in dieser Peterson geraucht, weil die habe ich als, ja, gebrauchte Pfeife bei eBay gekauft. Als ich sie gekauft habe, kam sie an und die roch einfach schon nach Kirsche und Vanille. Richtig abgefahren. Also ich habe dran gerochen am Pfeifkopf und dachte so, puh, ja, die Moscheries sind los. Hab sie dann gereamt, fast bis aufs Holz, Alkohol und Salz, Aktivkohle und es, ja, hatte immer noch so ein Crossover von Kirsche und Vanille. Also dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt einen Aromaten teste, dann in dieser Pfeife. Und was soll ich zu dem Oxford Blend sagen? Der schmeckt am Anfang ganz aufregend, aromatisiert. Das ist so ein bisschen, als hätte man versucht, schwarzen Tee nachzuahmen. Ein bisschen Bergamotte schmecke ich auch. Und so ab Mitte der Pfeife schmeckt er nach nichts. Also nach original gar nichts. Da kommt wieder Tabak durch. Ich lese euch mal ganz kurz die Beschreibung vor, die Pfeifenshop Online diesen Tabak gegeben hat. Dieser edle Pfeifentabak macht Lust auf mehr. Ja, tatsächlich Lust auf mehr Tabak. Eine hervorragende Basis aus etwas Broken Flake, Black Cavendish, Virginia und Burley. Das Aroma von Earl Grey Tee ist zart und lässt gerade zum Ende der Füllung die hohe Qualität der Tabakbasis erkennen. Eine echte Empfehlung. Ich weiß nicht, ob da irgendwas drin ist, was zur Mitte der Pfeife meine gesamten Geschmacksknospen einfach tötet. Aber ich schmecke einfach nichts mehr. Also ab Hälfte der Pfeife schmecke ich schon, dass der Tabak verbrennt. Aber nicht mal mehr welcher. Ob das jetzt ein Burley ist, ob da eine Nussigkeit kommt, eine Spritzigkeit von Virginia.
Ich habe tatsächlich, habe diesen ganzen Tabak auseinandergepflückt. Ich habe auch kein Broken Flake gefunden. Also ich weiß nicht, wie stark dieser Broken Flake gebrochen wurde. Ich habe ihn nicht gefunden. Beim besten Willen, in dieser 50-Gramm-Dose befindet sich kein Broken Flake. Vielleicht, wenn man das so auf ein Kilo rechnet und da mal so einen halben Strang findet. Ja, sicherlich. Ich zeige euch mal ganz kurz das Tabak. So, hier ist also nochmal das Tabaksbild. Und man sieht sehr viel Black Cavendish, ist ja ein sehr heller Virginia dabei. Und wenn ich ihn durchrühre, ich vermisse den Broken Flake. Ganz ehrlich, das ist einfach ein ganz normaler, ja, Mixture Cut. Ganz normaler, sehr viel Black Cavendish. Ja, vielleicht ein bisschen Burley, dunkle Sprenkler drin. Sonst Virginia, Black Cavendish. Und es riecht, ja, es riecht künstlich. So, und jetzt riechen wir mal ran. Also, wenn man die Dose aufmacht. Und es ist eine Sache, an die mich dieser Tabak erinnert. Und zwar war ich als Kind mal in einem Teeladen, in so einem richtig schlechten, also wo man halt so Tee aus großen Behältnissen nehmen kann und sich abfüllen kann, wo es aber auch so 8 Millionen Kräuter, Früchte, irgendwas Tees gibt. Und da roch es genauso. Wo es dann noch irgendwelche Himbeerbonchen gibt und Kirschbonbons und weiß der Geier was, das alles nichts mit Tee zu tun hat. Und so riecht der. Der riecht wie so ein richtig schlechter Teeladen, wo Leute halt Räubisch-Tee kaufen. Ich persönlich mag Tee sehr gerne. Ich trinke sehr viel Tee, aber auch nur schwarzen Tee. Also einen kräftigen Assam oder halt Earl Grey oder halt grünen Tee. Und kauft die dann meistens auch am liebsten in der Teehandlung, wo es nicht so riecht, wie dieser Oxford Blend riecht. Weil die meisten großen Teehandlungen haben natürlich 8 Millionen Tees, die alle aromatisiert sind mit irgendwelchen Kornblüten, Himbeer, Hibiskus, weiß der Geier was. Und dann schmeckt halt jeder Tee gleich. Der schmeckt nach diesem Teeladen. Und so riecht einfach der Tabak. Der riecht nach schlechtem Teeladen. Nach Aromatisierung, nach künstlichen. Also, ich habe jetzt hier gerade nochmal an der Packung Twinings Earl Grey gerochen und muss sagen, das riecht nach Earl Grey. Dieser Tabak, ja, riecht nach allem, aber nicht nach. Also, ich verstehe auch nicht, was Faun oder Cola so ein Kopf hier erreichen wollen soll. Soll das schmecken wie ein Tee oder soll das nur nach Bergamotte schmecken? Der Verdacht ist nämlich, dass das Top-Casing versucht, Tee zu sein. Und natürlich ist ein Tabak kein Tee. Lässt mich ratlos zurück. Völlig. Verstehe ich nicht. Warum man nicht einfach einen guten Tabak nimmt, der mit Bergamotte aromatisiert wird? Da wäre ich Riesenfan. Aber einen Tabak zu machen, der noch ein Aroma hat, damit er wie Tee schmeckt oder riecht, da bin ich raus. Das ist nicht meins. Es gibt sicherlich Leute, die ihn mögen. Aber ab der halben Pfeife schmeckt er noch nichts. Und erstaunlicherweise, ich muss dazu sagen, ich rauche sehr viele Flakes. Das heißt, ich habe immer einen sehr. Ja, langes Rauchvergnügen und selbst in dieser großen XL02 von Petersen bin ich, auch wenn ich langsam rauche, also wirklich bedächtig, weil ich habe am Anfang vielleicht mal sehr schnell geraucht, ich wollte wissen, wie er schmeckt, war natürlich zu schnell, dann wurde er irgendwie ein bisschen bissig und dann bitter und dann war wieder alles weg. Also selbst wenn ich mir mit dieser XL02 Mühe gebe und den langsam rauche, dann habe ich nach 40 Minuten hier nur noch Asche drin. Wenn ich hier einen guten Flake reinpacke in dieses Füllvolumen, habe ich locker 1,5 Stunden Spaß. Und das ist nicht, weil er zu trocken ist. Der ist gut konditioniert, der kommt gut hier an. Ich habe ihn einmal ein bisschen befeuchtet, weil ich die Dose nicht ganz zugedreht habe. Aber
jetzt mal 2 Stunden rausgehe, um entspannt eine Pfeife zu rauchen, dann muss ich die ganze Dose mitnehmen, eine zweite Pfeife, und das ist, der ist einfach so fein geschnitten, dass der mir keinen Spaß macht. Also, der lässt sich kühl und trocken rauchen, gar kein Problem, aber der brennt einfach so in der Pfeife weg, ohne dass man dran zieht. Das finde ich halt merkwürdig. Und vor allem, wenn ich noch länger dran riechen würde an dieser offenen Dose, habe ich das Gefühl, ich kriege Kopfschmerzen. Das ist chemisch, das ist nicht so wie Tabak riechen muss. Es riecht halt nur nach Tabak und es schmeckt auch nicht nach Tabak. Diesen Broken Virginia Flake sucht man vergebens. Den Black Cavendish sieht man. Und ja, das ist einfach Tabak, wo Soße draufgekippt wurde. Und vielleicht bin ich auch kein Aromaten-Fan. Das mag sicher sein. Es gibt sicherlich aromatische oder aromatisierte Tabake, die ich mag. Sei es der Plum Cake von McBaron, den ich gut finde. Nichts Dolles. Was habe ich denn noch? Damals den Kentucky Bird, da war mir ein bisschen zu mild. Aber ja, da kommt halt so ein ganz leichtes Top-Casing durch. Das finde ich ganz gut. Aber jetzt sowas hier, wo man nicht mal den Grundtabak rausschmeckt, wo ich nicht schmecke, was Virginia ist. Ich habe da kein Burley drin geschmeckt. Den ganzen Rauchfolger nicht. Nee. Das ist mir nix. Da, ja, ist interessant. Also ich habe mir jetzt gerade am Wochenende die McBaron Mixture gekauft. Da muss ich sagen, scheiden sich ja auch die Geister, muss ich sagen, das ist ein grundsolider Tabak, der mir sehr viel Spaß macht. Mache ich noch ein Review zu. Toller Tabak. Aber der Vaughan Oxford, ganz ehrlich, wenn ihr Aromatenraucher seid und das mögt, dann macht es gerne. Ich kenne mich mit Aromaten leider nicht aus. Es kann sein, dass es ein guter Tabak ist, den Aromatenliebhaber sehr gerne mögen. Ich schmecke da nichts. Ich schmecke am Anfang ein bisschen künstlichen Teegeschmack, dann ein bisschen Zitronigkeit, Bergamotte, aber auch nicht die Zitronigkeit aus dem Virginia. Da hätte man so was draus bauen können mit einem spritzigen Virginia, einen nussigen Burley dazu. Das ist hier alles nicht. Das ist irgendwie ein bisschen Rauchpappe. Die macht keinen Spaß. Ansonsten für alle, die meine Videos empfehlen, der Angelo hat das nämlich gerade getan, der hat immer schön gesagt, Kriegers Tabak. Krieger ist auch richtig, also Krieger mit C sage ich immer, das ist eine Kombination aus meinem Vor- und Nachnamen, Christian mit Vornamen, also nennt mich gerne Christian, das ist schon okay. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Rauchen und eine ganz kurze Bemerkung zu dieser Mütze, die ich aufhabe. Das ist ein sogenannter Elbsegler, in dem Fall in Schwarz, sehr ungewöhnlich, weil es ein St. Pauli-Elbsegler ist. Nämlich auch hier an der Seite an den Knöpfen das St. Pauli-Emblem. Ich habe auch noch einen Elbsegler in Blau, nein, zwei sogar in Blau. Das trägt man hier so. Ich komme aus Hamburg und gemütlich aus Niedersachsen, da trägt man das auch so. Da trägt man auch einen Elbsegler oder eine Prinz-Heinrich-Mütze. Und das ist keine Seemannsmütze, möchte ich nur mal kurz betonen. Denn der Prinz Heinrich war in einem Segelclub und hat dort eine Mütze für die Regatta gesucht und hat dann diese Prinz Heinrich-Mütze entdeckt. Helmut Schmidt trug dann eine Lotsenmütze, angelehnt an die Prinz Heinrich-Mütze. Und der Elbsegler oder auch der Rebschläger und der Flätenkieker, das sind alles Variationen dieser Mütze. Das ist eigentlich auch vom Modell her eher ein Rebschläger, weil ein etwas kleinerer Schirm oben oder ein obenrum der Stoff ist ein bisschen schmaler, also eher ein Rebschläger. Gab es für Rebschläger, für Flätenkieker gab es verschiedene Mützen. Und der Elbsegler war tatsächlich, ja, die Leute, die den Elbsegler getragen haben, sind nicht auf der Elbe gesegelt, sondern waren meistens irgendwie Hafenarbeiter. Also ist keine Seemannsmütze, sondern eher eine Mütze von Menschen, die dem Hafen sehr zugetan sind, vor gut 100 Jahren die Leute, die da gearbeitet haben. Heute die es so gelernt haben von ihren Großeltern, Eltern, dass man einfach eine ordentliche Mütze braucht. Und eine Baseballcap ist das nicht immer. Deswegen trage ich diesen Elbsegler voller Stolz als mittlerweile seit 10 Jahren in Hamburg, Hamburger Jung. Und auch am
Flusselbe aufgewachsen. Deswegen glaube ich, darf ich diese Mütze tragen, ohne dass sie für mich ein Modeaccessoire ist, sondern es ist aber eine praktische Kopfbedeckung. Sommer wie Winter, hält Regen von der Brille weg, ist warm auf dem Kopf und verdeckt die Haare, die ja mittlerweile sehr kurz sind. Also, bis dahin, euer Christian.